Willkommen zurück bei No Man's Sky. Weiter geht's heute. Tut mir leid, die letzten Tage, da war ich selber nicht so auf der Höhe. Deswegen musste No Man's Sky ein bisschen aussetzen, weil ich davon keine Folgen auf Vorrat hatte. So, wir können noch ein bisschen was machen. Und zwar einmal Waffenforschung, ein Waffenterminal bauen. Dann das Observatorium besuchen und dort Daten sammeln. Und unterwegs noch irgendwie Pugneum besorgen. Das bekommen wir von den Drohnen. Das Waffenterminal, da können wir direkt mal schauen, ob wir das nicht... Kann ich das hier mit reinbauen? Freue mich schon, wenn wir dazu endlich mal. Das war ja vor dem großen Patch eigentlich das zweite, was man bauen sollte. Da war von Waffentümmel und so weiter gar nicht die Rede. Also hier kann ich schon mal nicht reinbauen. Braucht jeder von euch einen extra Raum oder was? Ich glaube, man könnte das hier vorne reinbauen. Obwohl hier schon mehrere Sachen sind. Ist egal, dann baue ich halt nochmal einen anderen Raum. Könnte ich doch auch oben bauen, oder? Einfach mal. So. Bräuchte dafür allerdings eine Leiter. Nee. Anders. Drehen wir. Taste R. So. Zack. Eine sehr langsame Leiter. Wissenschaftswaffenterminal. Das Waffenterminal benötigt für den Betrieb einen geschickten Waffenmeister. Waffenmeister können in Raumstationen in den innen von Vaikyn kontrollierten Systemen rekrutiert werden. Oh, das ist ja interessant, ne? Ziel außerhalb des lokalen Systems. Ja, wir brauchen erst jemanden. Och, nett. Na, da bin ich ja mal gespannt. So, das Observatorium. Wenn ich jetzt wüsste, wo das Observatorium war. Da ist das Observatorium. Hushi, los geht's. So, dann fliegen wir dort mal hin. Müssten noch so ein bisschen ein paar Drohnen mitnehmen, die einfach mal abschießen. Hier. So, nach und nach dann erstmal die ganzen Sachen bauen. Können dann gleich nochmal ein anderes System warpen für den Waffenspezialisten. So sehe ich mir von der Oberfläche. Aber... So. Da sind wir doch schon da. Sevisku. Liegt hier noch was rum? Nö. Okay, da ist der Eingang. Boah, gibt's wieder eine Menge? Ja, da kommt gar nicht bis dahin. Oh, grüß dich. Aha. Als ich genau hinsehe, entdecke ich, dass der Gag durch seine Haut eine schmierige Substanz absondert. Das Öl bedeckt seinen Körper und tropft in seine Ritzen und Spalten. Es riecht süßer, als ich gedacht hätte. Vielleicht sollte ich dem Gag seine Privatsphäre lassen. Anstarren.
Die sind perverse. Nee, komm, wir hauen mal ab, dass der hier in Ruhe sich weiter dann mit Öl und... So, ich dachte, ich krieg was, wenn ich den in Ruhe lasse. Starre ich dich halt an. Der Gag ignoriert mich, während ich ihn anstarre. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergeht, während ich mich von dem Öl, das auf die Schuppen tropft, hypnotisieren lasse. Alter, du bist der ekelhafteste Typ im Universum, den wir bisher getroffen haben. Nach uns natürlich. Datenspion installiert. Zugriff. Das Observatorium scheint für einen einzigen Zweck kalibriert worden zu sein. Es soll die Schnittstellen eines Wissens lokalisieren, das die Korvax Atlas nennen. Nach vielen Jahren konnten die Bewohner dieser Anlage ihre Aufgabe erfolgreich abschließen, woraufhin sie spurlos verschwanden. Daten herunterladen. Zum Wissenschaftler zurückkehren. Komme ich da hinten durch? Wir haben ja mittlerweile den Atlas Pass V1, V2. Ja, ja, ja. Guck mich nicht an, du ekelhaftes. Voll. Widerlich, die Leute hier aus dem Weltraum. Knick, knack. Können wir gleich noch das Pugneo mitnehmen. Das war's anscheinend. Ah, da drüben lag. Da drüben war noch, nämlich noch so eins. Das nehmen wir direkt mal noch mit. Okay, keine weiteren Wächter. Ich hätte gerne noch ein, zwei mehr mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon reicht, was wir da haben. Iridium fehlt. Na gut, nicht so schlimm. Erstmal haben wir noch einen ganz guten Vorrat an Nanit. Ey. Nicht schlecht. Im Großen und Ganzen ist das wahrscheinlich eh nicht so viel. Aber für mich schon gar nicht so verkehrt. So, da können wir direkt nochmal ein kleines bisschen an Plutonium mitnehmen. Ist nochmal ein Wächter, den ich nochmal... Gut, vielleicht reicht das schon an Pugneum, was wir da eingesammelt haben. 54, ja doch, das könnte eigentlich reichen, ne? So, und zurück zur Basis. Wunderbar, das ging ja ganz fix. Und dann können wir eigentlich, haben wir denn noch... So, warte mal. Eisen. Uns fehlt auch Eisen. Warum? Moment mal, das verstehe ich jetzt nicht. Warum wurden die Startschubdüsen gerade nicht weniger? Bin doch gerade abgehoben, oder nicht? Gut, das verstehe ich jetzt nicht, aber na, von mir aus.
Bist du auch so ein Ölfetisch-Gag? Ja. Wollte er das Pugnium oder? Ja, ne? Glaube schon. Gehen wir gleich mal hin. Hier hast du deine Daten wieder. Keine Antworten, Reisender. Nur diese Baupläne für ein Signal und ein Kondensator. Oh. Signal. Galvanische Zelle Karitplatte. Einmal aktiviert, bieten Signale einen dauerhaften Navigationspunkt, um wiederholte Besuche an bestimmten Orten zu erleichtern. Tragbare Wegpunktmarkierung. Okay, so hundertprozentig kann ich mich dann von Punkt zu Punkt teleportieren? Das wäre ja super. Die Konvergenz fehlt, Reisender. Ich fühle, wie ich weiter abdrifte. Vielleicht ist dieses Signal ja irgendwie nützlich. Bau eines, damit mich die Konvergenz weit wiederfinden kann. Alles klar. Ich baue dir so ein Ding. So, und du warst doch der mit dem Pugneum. Ja, ich denke, ich habe das Zeug hier 50 Mal, oder? Ah, er gibt mir eine Belohnung, wie ich erst mir dachte. Was? Dekoration? Platziere dekorative Motive. Okay. Mein Freund, da wäre noch etwas. Ich gebe dir die Mittel, einen Waffenterminal zu bauen, ja? Dennoch sehe ich keinen Valkyrien in Bereitschaft. Bedeutet meine Hilfe so wenig, dass du so zögerst. Du musst einen Waffenmeister rekrutieren, ehe wir fortfahren können. Ja. Ich bin doch nicht doof, die Aufgabe habe ich doch schon. Dekoration. Dekor. Aha. Das kann ich wohl irgendwo dran bauen. Ah, das ist aber nett. Halt. Aha. Okay. Ja, das finde ich nicht schlecht. Weiß auf weiß ist immer nicht ganz so toll. Aha. Kann man das echt überall hinbauen? Aha. So, wir bräuchten einen Waffenmeister. Wie sieht's denn im Schiff aus? Hat das noch genug Warp-Energie? Jawohl. Zack, dann besorgen wir mit der Uschi mal den Waffenmeister. So, wo sollen wir denn da hin, wenn wir den Waffenmeister... Ja, jetzt lass mich. Gut. Lalala. Okamps-Rim-System. Aha, nette Raumstation. Na komm. Ja. Müsste es doch hier geben, oder? Eingehende Nachricht. Frequenz. Ursprung. Irgendwas. Muss ich dafür im Schiff sein? Raumschiffkommunikator. Aha. Eingehende Übertragung. Quelle unbekannt. Du bist nicht Krst allein. Auch schon wieder. Bitte identifiziere dich. Ich bin Krst. Identifizieren. Du hast mich verlassen. Krst. Warum hast du Krst? Oh Gott. Die Frau, ich habe total zu Hause vergessen bei unserer Reise hier. Huch. Sagen, dass es dir leid tut? Nein, niemals, niemals die eigene Schwäche zu geben. Hätten wir sofort verloren. Ich verstehe dich leider nicht.
Natürlich würdest du das sagen. Natürlich würdest du krrrzt. So wie die anderen krrrzt. Mit wem spreche ich denn? Es kommt keine Antwort. Der Kommunikator wird ruhig, obwohl der Kanal noch immer offen ist. Koordinaten erhalten. Ja, können wir mal hingucken, ne? Junge, Junge, hier ist wieder was los. Da hinten. Können wir mal auf den Planeten gucken, ne? Mahlzeit. Oh, wir freuen uns, dich zu sehen. Hier ist aber wenig los. Ist das ein Waffenmeister? Ja, Waffenmeister. Hey! Konsul Iaquonank. Ich brauch dich. Ja. Ich würde mich an der Bluternte erfreuen, aber sag mir, muss ich für meine Anreise selbst bezahlen? Ja. Natürlich. Ich beute jeden auf unserer Basis natürlich aus. Bauplanhändler? Querschläger, Glutsperrschaden, Plasmawerfer. Das Teil bräuchten wir mal. Das finde ich ganz geil. Kostet 200. Hier. Den. Terrainmanipulator. Den hätte ich ganz gern wieder. Auch nicht schlecht. Strahlenfokus Tau. Strahlenintensivierer Tau. Finde ich nicht schlecht. Kauf die mal. Und das Teil auch. Sind wir mal ein bisschen nanitlos geworden. Eine ganze Menge sogar. Mahlzeit. Wehrpflichtiger Hahn. Eventuell haben wir noch was für dich. Wir dürften noch ein paar Valkyndolche dabei haben. Oh. Auf der einen Seite steht das Kriegervolk der Kreatur und auf der anderen die roboterhaften Wächter. Der Krieger verlangt, dass ich auf eine oder die andere Seite zeige. Die Krieger? Der Krieger nickt und grunzt. Er zeigt seine Anerkennung mit einem Tribut. Ja, das Ansehen hat sich verbessert. Und 22 Nanit. Danke dafür. Nein, nichts dabei. Haben wir nicht noch ein bisschen... Hier, ich habe noch 5 Valkyndolche. So, einmal das und weiter. Komm hier, Tauschhandel, 100 Zink. Schildsplitter, danke. Brauche ich nicht. Werden wir endlich mal die Valkyndolche los. Sehr gut. Und das Ansehen hat sich um Rang verbessert. Nice. So, einen dürften wir noch haben. Jo, das war's erstmal. Klasse. Oh, V3. Hm. So, dann hatten wir noch die Koordinaten zu irgendwas bekommen. Ja, die anderen Sachen bauen wir dann mal nach und nach für den... für das Multitool. Sieht auch nicht schlecht aus hier vor uns so, von der Formation her. Boah, das war aber knapp. Lasst uns mal dahin fliegen. Oh ja, oh ja. Wir brauchen Eisen. Wir können nicht mehr springen. Hier ist auch nichts mehr drin, halt. Reicht's noch? Ja, ne? Ja, sind gleich da. Brauchen unbedingt wieder Eisen für die Basis, für die anderen Sachen zum Herstellen, fürs Multitool, dann hier fürs Raumschiff natürlich.
Koordinaten des Fremden. Okay. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ist denn das eine Eislandschaft? Sieht zumindest von hier oben so aus. Abgestürztes Raumschiff wieder. Sehr schön. Jo. Und was sich hier dahinter verbirgt, erfahren wir beim nächsten Mal. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.